Ja, vielen Dank für die einführenden Worte. Vielen Dank für die Organisation und natürlich auch an Sie, dass Sie das Interesse finden, uns zu so einer späten Stunde noch zu begleiten. Was gibt es denn für Möglichkeiten der Brustrekonstruktion? Zunächst einmal für viele Patienten einfach zur Klarstellung. Häufig kommen Patienten zu uns, auch wenn sie das nicht direkt verbalisieren. Es stellt sich immer die Frage, die Wiederherstellung der Brust, ist das jetzt eine eitle Schönheitsoperation, ja oder nein? Und da kann man Ihnen ganz klar sagen, es handelt sich definitiv nicht um eine Schönheitsoperation. Eine Schönheitsoperation beginnt von einem Normalniveau und hat zum Ziel, einen perfekten Zustand herzustellen, wie auch immer der definiert ist. Und bei einer Brustrekonstruktion ist es ganz klar eine wiederherstellende Maßnahme. Das heißt, wir kommen von einem Nicht-Normalbefund oder von einem entstellten Befund und das Ziel ist eine annähernde Wiederherstellung des normalen Befundes. Und das ist nicht nur eine theoretische oder akademische Diskussion, das geht hier letzten Endes auch um die Kostenübernahme von den Krankenkassen. Und das ist für Sie als Patient wichtig zu wissen. Eine Wiederherstellung der Brust ist eine Operation, die in der Regel von den Krankenkassen getragen wird. Grundlegend, es gibt auch gute Daten, die belegen, dass ein Patient selber auch von einer Wiederherstellung profitiert. Ich bin nur ein einfacher Chirurg, aber für mich ist es auch einleuchtend, dass wenn Sie nicht jeden Tag durch den Anblick zum Beispiel von einer ablatierten, also einer abgenommenen Brust an eine potenziell tödliche Krankheit erinnert werden, dass es den Menschen dann besser geht und die Lebensqualität steigt nach einem solchen Eingriff. Anders als in der Senologie hat sich jetzt bei uns in der chirurgischen Wiederherstellung der Brust in den letzten 10, 15 Jahren nicht so viel getan. Wir haben nach wie vor zwei unterschiedliche Verfahren zur Verfügung. Auf der einen Seite die Wiederherstellung der Brust mit Hilfe von einem künstlichen Material, also das heißt eine Brustprothese. Im Gegensatz dazu gibt es auch die Möglichkeit, mit körpereigenem Gewebe zu arbeiten. Beide Verfahren haben Vorteile, beide Verfahren haben jeweils Nachteile. Und auch wenn es für den einen oder anderen etwas unbefriedigend ist, es gibt nicht etwas, was absolut richtig und was absolut falsch ist. Das heißt, Sie als Patient und wir als Chirurgen müssen das entscheiden, was für Sie jeweils in der entsprechenden Situation die beste Möglichkeit ist. Implantate haben den großen Vorteil, dass es sich prinzipiell um einen Eingriff handelt, der die eigentliche Entfernung des Tumors nicht wesentlich verlängert. Das heißt, er ist für Sie als Patient weniger belastend und es müssen keine zusätzlichen Narben gesetzt werden. Der Nachteil ist zumindest darin zu sehen, dass es sich um einen Fremdkörper handelt. Haptisch, also vom Tastbefund, kann sich eine solche Brust etwas anders anfühlen als eine normale Brust. Es bildet sich um jeden Fremdkörper, ob das jetzt ein Brustimplantat ist, ob das eine Knieprothese, eine Aortenklappe oder eine Platte in einem Knochen ist, es bildet sich immer eine Kapsel, das heißt eine Vernarbung. Und anders als zum Beispiel bei einem Gelenk kann das dann durchaus dazu führen, dass sich mit den Jahren diese Kapsel verkleinert, weil unser Körper natürlicherweise versucht, dieses Gewebe zu begrenzen, also einzugrenzen. Und es führt auch dazu, dass je weiter der Zeitpunkt der Rekonstruktion zurückliegt, umso häufiger hat man eine Asymmetrie, weil sich das Implantat schlicht und ergreifend nicht so verändert wie der Rest des Körpers, also zum Beispiel die gegenseitige Brust, die ja ganz klar auch dem Alterungsprozess unterliegt. Und bei Bestrahlungen sehen wir in der Kombination mit dem Implantat häufiger Probleme, aber es ist nicht falsch, bei einer Bestrahlung sich trotzdem für ein Implantat zu entscheiden. Die technischen Aspekte haben sich in den letzten Jahren und auch Jahrzehnten eigentlich unwesentlich geändert. Das Implantat wird in der Regel unter einer Muskulatur platziert, um schlicht und ergreifend den sehr dünnen Hautweichteilmantel nicht noch zusätzlich zu belasten. Und meistens, wenn man zum Beispiel mit einem Expander arbeitet, dann wird zweizeitig vorgegangen. Und das dann letzten Endes nach einer Dehnungsphase und einer Phase der Überdehnung gegen ein definitives Implantat ausgetauscht. Sie sehen hier zum Beispiel ein Beispiel, dass auch ein solches Implantat in einem bestrahlten Gewebe zum Einsatz kommt. Und das ist ein längeres Ergebnis, also nach mehreren Jahren, wo
wo hier durchaus eine leichte Kapselkontraktur, also eine Verhärtung der Brust sichtbar ist. Das sieht man daran, dass der obere Rand des Implantats sich abzeichnet. Aber in einem BH kann hier durchaus eine zufriedenstellende Symmetrie angenommen werden, sodass ein weiteres Vorgehen nicht zwingend erforderlich ist. Manchmal kann ein Implantat noch mit der Entnahme des großen Rückenmuskels kombiniert werden. Das ist etwas, was man vor 20, 30 Jahren sehr viel häufiger angewandt hat. Wir sind heutzutage etwas davon abgekommen, weil die Entnahme des größten Rückenmuskels dann durchaus mit einem funktionellen Nachteil für den Patienten assoziiert ist. Und gerade zum Beispiel bei einer jungen sportlichen Patientin ist es ihnen danach nicht mehr möglich, wirklich dem Schwimmsport zu frönen oder zum Beispiel auch Klimmzüge zu machen, Fitness etc. etc. Im Gegensatz dazu verzichtet die Rekonstruktion mit dem körpereigenen Gewebe auf einen Fremdkörper. Das heißt, wir verwenden Gewebe, was sich an irgendeiner Stelle im Körper findet. Der große Vorteil ist natürlich, es verändert sich so wie der Rest Ihres Körpers auch. Das heißt, der Alterungsprozess lässt sich da natürlich auch entsprechend nachweisen. Und auch Gewichtszu- oder Gewichtsabnahme führt natürlich zu einer Vergrößerung der rekonstruierten Brust oder eben einer Verkleinerung der Brust. Der Nachteil liegt einfach in der Komplexität dieses Eingriffes. Er ist nicht immer bei allen Patienten möglich und zusätzlich entstehen natürlich Narben an anderen Positionen des Körpers, nämlich von oder dort, wo das entsprechende Gewebe entnommen wird. Heutzutage präferieren wir eigentlich für die Wiederherstellung der Brust das Fettgewebe aus dem Unterbauch, also das, was zum Beispiel im Rahmen von einer Abdominoplastik, also einer Bauchstraffung, verworfen wird. Die Vorteile sind einfach bei diesem Gewebe darin zu sehen, dass die meisten europäischen oder westlichen Patienten aufgrund des Übergewichts doch das entsprechende Gewebe haben. Von der Konsistenz ist der Bauch am ehesten dem Fettgewebe in der Brust oder der natürlichen Brust entsprechend. Als positiver Nebeneffekt wird häufig die Bauchstraffung wahrgenommen und natürlich eignet sich bei entsprechend viel Gewebe das auch, um eine sehr große Gegenbrust wiederherzustellen. Es gibt hier mehrere Möglichkeiten, dieses Gewebe in das Brustareal zu verpflanzen. Auf der linken Seite sehen Sie den sogenannten TRAM. Das ist der transverse rectus abdominis myokotanlappen. Das wurde in den 70er Jahren initiiert und dabei wurde das Gewebe vom Unterbauch gestielt an dem Rectusmuskel, also das ist der gerade Bauchmuskel, in das Brustgewebe transponiert. Der Nachteil liegt auf der Hand, ein Bauchmuskel der beiden geraden Bauchmuskeln muss dafür geopfert werden. Heutzutage sind wir dazu übergegangen, einen weitaus, also technisch komplexeren operativen Eingriff durchzuführen. Das haben wir zum Beispiel heute auch mit der Frau Professor Albert durchgeführt, einen sogenannten Dieblappen, den Sie hier auf der rechten Seite sehen. Dabei wird lediglich das Unterhaut- und Hautgewebe aus der Unterbauchregion entnommen, an einem sehr kleinen Gefäß, was wir mikrochirurgisch frei präparieren. Und dann im Brustbereich in der Regel an eine Gefäßachse innerhalb des Brustkorbes unter einem Mikroskop oder Lupenbrillenvergrößerung anschließen. Und viele werden sich fragen, Mensch, das ist ja ganz schön aufwendig, wozu diesen ganzen Aufwand? Der Aufwand liegt darin begründet, dass die Bauchmuskulatur und somit die Stabilisatoren der Bauchdecke geschont werden können. Wie gesagt, hier ist die Technik des sogenannten gestielten Lappens, wo ein gesamter Bauchmuskel entnommen wird, was funktionell für viele Patienten prinzipiell erst einmal gar kein Problem ist, aber durchaus zu einer Bauchwandschwäche führen kann. Das ist nicht so, dass dieses Verfahren heutzutage obsolet ist. Es gibt Patientinnen, wo das immer noch zum Einsatz kommen kann, besonders wenn die entsprechenden kleinen Gefäße im Bereich der Bauchdecke so klein und fein sind, dass die entsprechende Präparation einfach das Risiko erhöht, dass dieses Gewebe abgestoßen wird. Wie gesagt, die heutzutage eher bevorzugte Methode ist, dass dieses Gewebe unter dem Mikroskop im Brustbereich angeschlossen wird. Es
schont aus diesem Grund aber komplett die Bauchmuskulatur, was einfach von der Funktion für die Patientin längerfristig weniger Probleme macht. Manchmal muss man das mit einer kleinen Muskelplombe kombinieren, aus technischen Gründen, einfach um die Sicherheit der Perfusion nicht zu gefährden. Allerdings hat das für den Patienten prinzipiell keine funktionellen Nachteile. Nicht alle Patientinnen haben genügend Gewebe im Unterbauch. Man kann sich auch andere Spenderregionen zu eigen machen, zum Beispiel das Gesäßfett. Das Gesäßfett wird heutzutage relativ selten eingesetzt. Es ist von der Tastkonsistenz deutlich härter als das Bauchgewebe. Und gerade bei Patientinnen, die eine sitzende Funktion, also eine sitzende Tätigkeit haben oder zum Beispiel aktive Reiterinnen sind, ist die Entnahmestelle gerade im Gesäßbereich hochproblematisch, sodass das eigentlich vermieden wird. Andere Möglichkeit ist zum Beispiel die Oberschenkelinnenseite. Das ist das Gewebe, was man bei einer sogenannten Oberschenkelstraffung als ästhetischen Eingriff oder nach einem massiven Gewichtsverlust entfernt. Auch dieses Gewebe kann man sich zu Nutzen machen, um das entsprechende Gebiet wiederherzustellen. Wichtig für Sie als Patientin ist zu wissen, dass Sie davon ausgehen müssen, dass weitere Eingriffe erforderlich sind, zum Beispiel die Angleichung der Gegenseite, Narbenkorrekturen, aber auch eine Brustwarzenrekonstruktion. Wir wissen allerdings auch, dass ein gewisser Anteil der Patienten, und das ist gar nicht so wenig, das sind etwa 30%, im weiteren Verlauf gar keine Brustwarzenrekonstruktion wünschen. Das sind einfach Fakten, das haben wir nicht zu kritisieren, denn es ist völlig klar, dass ein Großteil der Patienten nach den vielen Eingriffen, das heißt Tumorrekonstruktion oder Tumorresektion, Rekonstruktion, irgendwann operationsmüde sind und dann schlicht und ergreifend mit einem im angezogenen Zustand symmetrischen Erscheinungsbild absolut zufrieden sein können. Vielleicht noch kurz abschließend. Für Sie als Patient ist es eine traumatisierende Situation. Sie sind zunächst einmal mit einer schwierigen Diagnose, mit einer potenziell tödlichen Diagnose konfrontiert, müssen sich dann auch noch alles innerhalb eines kurzen Zeitraums entscheiden. Wiederherstellung der Brust, ja, nein. Wenn, dann gibt es auch sehr viele unterschiedliche Möglichkeiten. Es ist uns bewusst, dass die meisten Patienten einen Entscheidungskonflikt austragen. Das führt zu einer Verunsicherung der Patientin, das kann durchaus auch eine Depression auslösen. Es ist uns als Behandlern allzeit bewusst, dass sie unter einem Druck stehen. Gleichzeitig kann man aber auch sagen, es gibt eigentlich kaum eine Entscheidung, die falsch ist. Man kann eine Brust auch zu einem späteren Zeitpunkt rekonstruieren. Eine Sofortrekonstruktion ist genauso gut. Und aus diesem Grund möchte ich abschließend nochmal bekräftigen, dass gerade diese interdisziplinäre Zusammenarbeit, das heißt, dass Sie von einem Senologen, von einem Gynäkologen und eventuell auch von uns als plastischen Chirurg entsprechend beraten werden, dass das sehr wichtig ist für Ihre Entscheidungsfindung und natürlich auch, dass eventuell mehr als eine Beratung notwendig ist, auch das ist uns bewusst und das ist wichtig. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.